Ja, willkommen zurück zu Layers of Fear. Ja, auf diesen Fall noch zu urteilen, laufen wir auch gerade ein bisschen rückwärts in unserer Geschichte. Hm? Ah, hier ist es jetzt mal wieder schön. Hier ist Licht. Schönes, aufgeräumtes Geschirr. Wunderbar. Ja, okay. Eine weiße Tür. Das ist ein Foto. Hier waren wir schon. So schön kann es aussehen. Oh, das dreht sich sehr schlecht. Einfach nichts. Ich habe eine Schere eingesteckt. Die hat hier aber auch sowieso nichts zu suchen. Ach, dann, ach, das ist zum Aufziehen. Ich habe keine, das ist keine Schere. Ich verstehe. Ich verstehe. Nicht hierfür? Doch. Genau. Hush, little baby, the night is dark. Stars fade above you, the room goes dark. Mama used to come to tuck you in. Now she's nowhere to be seen. Das war eine wilde Fahrt. Und ja, das Puppengeräusch war genau das aus Alice Madness Returns. Fluffy fake is mocking me, lying still between toys. No toys allowed. Ach, da ist bestimmt so jemand, der auch so einen richtig harten Waschzwang hatte. This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Du hast echt die Haare deiner Tochter genommen, um ein Bild zu malen. Hätte man nicht hier diese ganzen Hintergründe, ne? Könnte man ja sagen, naja. Aber irgendwie...
hat das doch einen bitteren Beigeschmack. Ah, scheiß Puppen, ey. Dachte ich mir, dass wir jetzt wieder hier sind. Wer war denn eigentlich im Rollstuhl? Das Kind oder die Mutter? Das hat mir schon, ne? Sonst könnte es ja gar nicht hier drin sein. Kurz überlegt. Ich frag mich, sind da all diese Seiten leer, weil das alles Sachen sind, die ich nicht gefunden habe? Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn, dann fände ich es total furchtbar. Gone. Ja, auf geht's. Oh, es nimmt langsam Gestalt an. Also eine richtige Gestalt. I hate you even now, lost alone, hopeless. You have always been alone, you always will be. Hoping a grave error, finish it. Yeah. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it, I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Also sehe ich das jetzt aber richtig, also in meiner Meinung war das ja Haar seiner Tochter, weil wir es auch im Kinderzimmer gefunden haben. Aber ich dachte, der Rest war von uns. Von daher stellt sich mir die Frage, sind es doch unsere Haare? Hoffentlich. Denn sonst will ich nicht wissen, wovon der Rest abstammt. Das will ich beim besten Willen nicht wissen. Ja, raus hier. Nee, nee, ich guck nicht hinter mich. Will ich das hier noch ein bisschen ausreizen oder gehe ich einfach da rein? Jetzt so dunkel. Ich will nicht im Dunkeln herumlaufen. Going in circles. Mach wieder an. Toll. Ja, jetzt drehen wir uns wirklich im Kreis. Mag ich nicht.
weil man jetzt halt einfach nur wartet, dass man irgendwas triggert, was einen zu Tode erschreckt. Hier ist doch nichts. Komm, ey, ehrlich. Oh. Easy to forget, drunk. Delirious. Time. Not yet time. Remember each mistake. Going in circles. Get it right. This time. Ja, und man fragt sich, was ist denn der aktuelle, wirkliche Zustand des Hauses? Restless Memories. Und was ist Einbildung? Wir gerade hier so ein bisschen bei Grusel sind, ne? Hat eigentlich jemand von euch diesen Netflix-Film Veronica geschaut? Die haben ja wirklich gutes Marketing betrieben, indem sie gepostet haben, der wäre so gruselig. Selbst die abgebrühtesten Horrorfilmschauer hätten ihn nicht fertig gucken können. Deshalb habe ich ihn nämlich auch geguckt, so wie wahrscheinlich alle anderen. Und der war halt wirklich eigentlich gar nicht mal so gut. Aber was soll's, die Leute haben es geschaut. Von daher... echt gutes Marketing. Make up your mind. June 17th. He's on about the damn rats again. I don't think I've even seen one. But that doesn't stop him from laying out traps all over the place. Claims he can hear them in the walls and that there must be hundreds of them. God, I fucking hope it's true. I hope they crawl out at night and eat you in your sleep, you cruel, self-obsessed, pathetic drunk. Ah, das ist doch eine schöne, liebevolle Beziehung. Aber man kann es ihr auch nicht so wirklich verübeln. Gerade halt in Anbetracht, dass sie eine Tochter haben. Gerade dann. Sie ist bestimmt so eine Art Grudge. Durch eine gewalttätige Tat gestorben und jetzt... genau. Kommen die denn an meinen Herzschlag? Ich wusste das. Ich habe schon nicht so ganz in den Bildschirm geguckt, aber ich habe mich trotzdem erschreckt. Rats. Ratten sind Freunde, kein Futter.
Immer diese Schatten, ey. Pop goes the Weasel. Hallo Freund. Ja, siehst du, die haben nämlich mehr Angst vor uns. Gut, ich würde auch nicht wollen, dass mein Haus voll mit denen wäre, aber eigentlich. Ich glaube, wenn man sich so Rattengift besorgt, ist das schlimmer als die Ratten selbst. Zeig mir den Weg da rein. Na dann. Und die Ratte ist auf jeden Fall auch nicht das, was dieses Haus so kaputt gemacht hat. Hi. Ach komm, die sind doch eigentlich echt süß. Na, na, na. Cat, Dog, Rat. Dann geht's wohl zurück. Ach, scheiße, okay. Ich ahne. So. Eins. Seht ihr eigentlich meine Maus? Katze. Zwei. Und. Drei. Und. Vier. Ich glaube Katze. Fünf. Und. Macht das noch Sinn? Sechs ist die Ratte, sieben ist die Ratte, acht, sechs, sieben, acht sind Ratten. Was ist die neun? Der Hund. Schauen wir mal. Ja, sechs wäre ja schon da, das heißt wahrscheinlich ist es falsch. Ach komm. Ich bin mir ganz sicher, dass es darum geht, die Ratten zu finden. Acht. Sieben. Ah, aber vielleicht so, Moment. Da ist 6. 6, 8, 7. Ja. Super. Okay, ihr Lieben. Diese Flure testen wir morgen aus.
Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Ja, hinterlasst einen lieben Kommi. Wie seht ihr das mit dem neuen Gemäldeteil? Schreibt mir das gerne und dann schaltet morgen wieder ein zu Layers of Fear. Bis dann.